wunderschönen guten Morgen. Pünktlich 8.05 Uhr, wir unsere erste Wandertour mal ohne Boot. Und heute geht's ins wunderschöne Elbsandsteingebirge. Genau. Mal schauen, ob wir das durchhalten oder nicht. Ihr werdet sehen, falls ihr Lust und Spaß daran habt. Bis dann. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Affenstein. Genau. Wird das ungesprochen cool heute. Nicht zu warm, nicht zu kalt und keine Tüte Mücken und kein Regen. Perfekt. Wir können uns jetzt gegenseitig filmen. Ja, vielleicht fliegst du gleich immer auf den Modderisch auf die Schnauze. Oh, hier muss man echt aufpassen, wo man hintritt. Ja, vor allen Dingen, wenn man eine Hand belegt hat. Genau. Das hier ist nur der einfache Teil. Der Schöne kommt erst später. Immer, wir heben uns ja die schönen Sachen immer zum Ende auf. Heute werden uns noch die Füße bluten. Ja. So, und das ist der sogenannte Lichtenhainer Wasserfall. Jo, der Lichtenhainer Wasserfall. Mal von vorne, nicht von oben, wie vorhin. Oh Mann. Aber Junge, um das sehen zu können, da muss man noch ganz schön den Berg hochlaufen. Wasserwandern ist auf jeden Fall bedeutend einfacher. Aber lohnt sich. Herrlich. Seht ihr nicht. Fühlt wo es hier. So. Uiuiui, das Gelaufe ist wirklich anders wie Bootfahren. Aber was soll's? Was, Schatz? Was? Was soll's? Ja, was soll's? Ist halt Land und kein Wasser. So, jetzt geht's weiter bergauf. Bergnufzus. Oh Mann. Kannst ja mal umdrehen. Kannst ja mal zeigen, wo wir hoch müssen. Und wir haben kein lecker Bier bei. Oh je, hoffentlich gibt's da oben was. Na denn, auf, weiter geht's. Oh ja, alter Falter, bis da hoch. Und da geht's auch weiter. Oh, so,
Jetzt sind wir erstmal schon mal ein Stückchen nach oben gekommen. Ehrlich gesagt, barbarisch Knülle. Aber es ist natürlich unglaublich coole Aussicht. Und jetzt kommt Plan B. Ganz nach oben. Oh yeah. Und ich sehe auch unsere Pension. Schade, dass es heute regnet. Sonnenschein wie gestern wäre schön. Damit wir natürlich voll gehen. Oh, es ist nicht schlecht, wisst ihr? Ja. Ah, du bist jetzt so. Wir sind ja heute hier. Guck, so weit geht's runter. So, jetzt sind wir auf der Schrammstein-Aussichtsplattform. Das ist mal ein cooler Blick. Ja, kurzes Päuschen. Der Regen ist verdammt nochmal eine ganz schöne Fülle mehr geworden. Sämtliche Leitern, Eisen, Holz, alles verdammt rutschig, spiegelglatt. Heute muss man das alles mit Vorsicht genießen. Ja. Ja, war auf jeden Fall schon ganz schön anstrengend bis jetzt. Mal gucken, wie es weitergeht. So. Ebenberg haben wir. Jetzt kommt der nächste. Aber hier ist die Gegend doch herrlich. Ja. Kann man nie meckern. Sieht doch viel grüner aus wie den Weg, den wir erst gelaufen sind. Oh Mann. Auf jeden Fall ist es aber trotzdem anstrengend. Das ist anstrengend.
Schauen wir mal, wo es hingeht. Auf alle Fälle geht es berghoch. Und das war nicht zu knapp. Das stand da vorne aber nicht, dass es hier berghoch geht. Ja, das ist aber, wir sind ja auch nicht auf dem Wasser, wir sind im Wald. Ach, alles wird gut. Ja, so, jetzt geht's ab wieder nach unten. Von da kommen wir. Und mein Schatzi, nach da müssen wir. Auf dem Schild stand Schwierigkeitsgrad schwierig. Na, mal gucken. Als ungelernte Bergsteiger, aber sehr unerfahrene Kanufahrer kriegen wir das irgendwie hin. Bis später. Vielleicht. Entspannt auf dem Rückweg. Meine Süße sagt, mehr Wasser wie heute früh. Ich glaube nicht. Aber wir werden sehen. Hätten wir eine Helmkamera bei haben müssen.